Seven vs. Wild, Mindset gegen Naturgewalt, Folge 12. 12 ist eigentlich, nicht nur eigentlich, 12 ist meine Lieblingszahl. War ja ein ganz guter Cliffhanger beim letzten Mal. Danke da an die Cutter, Max und Johannes. Aber Folge 12 muss sein, müssen wir reingehen. Wir wollen ja wissen, was nun endlich passiert ist. Rein da! Man macht hier emotional auf jeden Fall einiges durch. Wenn du dich einsam fühlst, dann mal dir einfach einen Kumpel. Wirklich, ich hab mit allem gerechnet. Oh nee. Aber es gibt für mich einfach nichts Schlimmeres als aufgeben. Wow! Das war aber auf jeden Fall schon mal krass angeteasert. Okay. Ah, Tag 6. Tag 6 ist, Alter, ein Tag vor Anfang, vorm Ende. Vor dem Anfang vom Ende. 9 Uhr. Das heißt nur noch einen Tag durchhalten. Mann. Okay, jetzt rein da. Wir erinnern uns, es hörte auf mit einem ultra fiesen Cliffhanger der geöffneten, gebrochenen Siegeltüte. Und jetzt macht man da nicht weiter. Wie gemein ist das denn schon wieder? Boah, sieht das schön aus. Und wie der Fritz die Kamera eingerichtet hat, gell? Guckt mal, hier alles, goldener Schnitt und so, das ist fast alles richtig. Das sieht wunderschön aus, also es ist ja... Man möchte fast meinen, der hat sich richtig Gedanken gemacht. Cool sieht das aus. Es ist Zeit für Tageschallenge Nummer 6. Warte mal, was ist denn jetzt mit dem Cliffhanger? Oder gucke ich die falsche Folge? Friss oder stirb. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Und das an Tag 6. Mies. Such alternative Nahrungsquellen in Form von Insekten oder Würmern. Okay, heute wird's eklig. Jedes Tier muss mindestens 1 cm groß sein. Nutze zur Überprüfung das Maßband. Jeder. Wie geil ist das denn? Dass er auch noch die Größe des zu essenden Tieres vorgibt. Das finde ich gut. Ihr wisst aus, ist das in der KSK-Serie? Weiß ich nicht. In der Vorbereitung. Ich habe immer einen Salz- und Pfefferstreuer dicht mit Dichtlippe dabei. Damit kannst du alles essen. Damit ist alles nicht mehr ungiftig, aber es schmeckt besser. So. Tilk, the Snack gibt einen Punkt bis zu einer maximalen Anzahl von 7. Du hast Zeit, bis die Sonne untergegangen ist. 7 Insekten, 7 Punkte oder was? Okay, Freunde, heute wird's lecker. Nee. Heute wird's lecker? Ich glaube nicht. Ich habe aber schon einen kleinen Trick, beziehungsweise eine Idee, wie ich mir das ein bisschen entspannter machen kann. Vielleicht auch nicht. Smoothie. Vielleicht nehmen wir es auch einfach so, wie es ist, damit es schön eklig ist. Also, heute heißt es Insektenfressen, Freunde. Hier kennt ihr typische Insektenfresser? Insektivora. Da würde mir einfallen Spitzmaus, Sternmull und so weiter. Leute dieser Kategorie. Umgebung habe ich ja schon fürs Angeln in den ersten Tagen die ganzen morschen Baumstämme aufgehebelt, um da einiges an Viehzeug, Würmern, Insekten und so weiter rauszuholen. Das hat so halbwegs gut nur funktioniert. Deswegen werde ich wieder ein bisschen durchs Gelände streifen und gucken, ob ich irgendwo anders noch was finde. Dann kann ich gleich noch ein bisschen die Umgebung erkunden und das ein oder andere... Die Frage ist, zählen auch Wasserinsekten oder sind es Landinsekten? Weil am Wasser, aber ein Zentimeter ist, weil wenn du hier die Steine umdrehst, ist ja auch alles Mögliche drunter. Vieles davon sind dann auch nicht Insekten, sondern zum Beispiel Flohkrebse oder so, das zählt dann wiederum nicht, die man sich aber einfach reinpfeifen könnte. Oder eine Wasserschnecke. Ach. Totholz aufhebeln und mal gucken, was es da Feines zu essen gibt. Guckt euch das an. Auch eine herrliche Ecke hier oben. Dort oben ist das Himbeerfeld, nenne ich es mal. Und da unten. Oh, es geht schon auf die Pumpe. Wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber es ist wirklich erstaunlich, wenn du so runterrotiert bist aus deinem normalen Bewegungsablauf und aus deinem normalen Energiekonsum, ne? Dann schon mal eine Treppe steigen oder hier den Berg hochkraxeln, ist dann schon immer, das geht so richtig auf die Pumpe. Ich finde das geil. Fritz, der eigentlich ein super sportlicher Typ ist, zack, einmal kurz auf den Berg gelaufen und schon Pause. Ist der See, das sind schon, weiß ich, 100, 150 Höhenmeter, keine Ahnung, ich kann es nicht einschätzen. Ja, eine Tonne ungefähr.
Stückchen ist es. Boah, sieht das geil aus. Und ich bin auch immer wieder erstaunt, das darf man nicht vergessen, ich werde ja immer wieder gefragt, ne, welche Kamera ist die beste, gerade für einen Anfänger. Leute, guckt euch hier die Quali der GoPro an. Ne? Das ist auch immer wieder, die Dinger sind so geil geworden in den letzten Jahren. Also voll gut. Erstaunlich. Immer bei Licht. Ne? Wenn wenig Licht, dann ist es auch schwierig. Da mir nach dem Aufstieg hier hoch schon der Magen ordentlich grummelte, kleine Planänderung. Hunger. Ich werde erst noch diese zuckersüßen Himbeeren hier absammeln. Gut. Mir dann wieder einen entspannten Smoothie machen. Und wenn der Magen gefüllt ist und ich gesättigt bin, dann gehen wir auf die große Käfersuche. Boah, Käferessen ist auch so eine Nummer. Ich glaube, ich würde lieber jedes andere Insekt essen außer Käfer. Weil bei Käfern ist ja auch so viel so ein Kram dabei. Ölkäfer und was weiß ich, was wirklich unangenehm vermutlich schmeckt. Ich habe noch nie, habe ich schon mal Käfer gegessen? Außer jetzt beim Fahrradfahren, das, was man so einatmet oder was übers Auge in dein Gehirn diffundiert. Eigentlich Käfer? Nee, Käfer habe ich nicht gegessen. Die Larven von Käfern aber nicht den Käfer itself. Nee, habe ich nicht. Felix, bist echt cool, mach weiter so. Ich danke dir. 49,99 und 100 Schweizer Franken. Danke für die unterhaltsamen Videos. Ein kleines Weihnachtsgeschenk für dich. Vielen, vielen Dank, Sevi 2000. Leute, ihr seid aber generös heute, du. Schön. Danke. Denn wenn ich jetzt auf leeren Magen direkt zum Frühstück irgendwelche komischen Ekelviecher fresse, ich glaube, dann dreht es mir den Magen um. Und die Insekten gehören ja nachweislich zur Gruppe der Ekelviecher. Naja. Ich weiß, das wollt ihr sehen. Kriegt aber nicht. Oder vielleicht doch. Wir werden es sehen. Ich will euch nicht nerven, aber hier habe ich gerade einen Strauch gefunden mit richtig, richtig dicken Dingern. Boah, die passen ja kaum durchs Loch. Blub. Oh, schaut mal hier, richtig saftig. Ist alles voll. Oh, hier so. So macht Himbeeren sammeln Spaß. Kleiner Tipp, auch immer ruhig mal auf den Boden gucken, denn die Reifen sind teilweise auch abgefallen. Und ja, hier ist auch kein Viehzeug dran. Ne, hier hinten zum Beispiel. Ich bin überhaupt gespannt, weil wir haben ja bis jetzt wirklich wenig Viehzeug gesehen, ob hier überhaupt was rausgeschallert wird in Sachen Insekten. Und vor allen Dingen 7 verschiedene Arten möchte ich gerne sehen. Guck mal. Also es war ja schon die Wurmsuche der Angler relativ erfolglos. Ey, und so ein Hundertfüßer hätte ich keinen Bock, weil die sind ja auch, ich weiß nicht, wie es um die Arten hier bestellt ist, aber einige der Hundertfüßer sind wirklich giftig. Und bei Insekten, ich weiß noch, wie das bei mir im Dschungel war, als ich mein erstes Insekt gegessen habe, da war die Angst groß, obwohl es, was war das erste, war eine Grille, eine Heuschrecke, da war es eine Grille, ich glaube eine Grille, ob sie nicht auch giftig sein könnte, theoretisch nicht, aber das weißt du immer erst hinterher. Hier liegt auch eine auf dem Boden, können wir uns mal angucken, kann man easy noch essen. Und die ein oder andere Made hat noch keinem geschadet. So. Ist nicht so schlimm. Das macht rein gar nichts. Nee. Aber hier, oh, oh, Alter, guckt euch das an. Wie groß die Freude ist, herrlich. Was ein Prachtexemplar. Sagte der Catch-and-Release-Angler. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja bisher die beste Staude. Hoho. Welcome to Himbeer Paradise. Yeah, groovy baby. Ich habe eine interessante Entdeckung. Das klang jetzt nicht so scheiße wie bei Fabio und wie bei mir. Neues Talent entdeckt oder was? Macht und vielleicht ist der ein oder andere Himbeer-Experte wieder hier unter euch. Und zwar, schaut mal, hier sind auch wieder viele dran, auch ganz cool. Aber eher so mittelmäßig von der Größe. Und die Blätter haben alle schon so eine herbstliche Färbung. Hier drüben allerdings. Dieses Rumgeplänkel auch hier, ne? Der Schnittboys. Wir wollen wissen, was mit Fabio ist. Verdammte Scheiße. Habe ich die ganz dicken Dinger gesammelt. Und die sind komplett saftig grün. Sind die vielleicht noch nicht so reif und die anderen schon überreif? Ich werde es herausfinden. Schreibt es trotzdem in die Kommentare. Der obligatorische Himbeersmoothie. Geil. Übrigens, ich trinke ja jeden Morgen einen Smoothie. Beziehungsweise, das ist eine Mischung aus Trinken und Essen, weil es ist so dick und zähflüssig. Es ist eigentlich eher
leckend saugend, so wie bei Fliegen. So heißt das, wie die ihre Nahrung aufnehmen. Ich sag nichts. Himbeeren sind immer fester Bestandteil, weil ich die auch sehr gerne mag. Mmh. Prost. Ich bin gerade an der Floßstelle von gestern. Die Hölzer sind immer noch ordentlich nass. Aber vielleicht kann ich die tagsüber ein bisschen trocknen lassen in der Sonne. Ich weiß aber nicht, ob ich das Ding aufgespalten kriege. Ich habe jetzt mal den dünnsten hier rausgenommen und der ist noch am trockensten von allen. Den werde ich jetzt mal ins Lager schleppen. Das ist ein ganz schönes Stück da hinten. Ihr seht, die Vegetation ist hier auch ganz anders. Die ist viel dichter. Da hinten ist die ein bisschen offener. Und dann werde ich einfach mal gucken, ob ich so ein Ding spalten kann. Wenn ja, dann haben wir auf jeden Fall richtig gut Feuerholz. Ja, wir haben es vormittags und ich bereite mich gerade schon mal alles fürs Feuermachen vor. Dann brauche ich das nachher nicht machen. Und ich denke, gegen Mittag greifen wir dann die Ekel-Challenge an. Willkommen zu Tag 6. Diese Nacht war nicht gut. Ich hatte ja schon gesagt im Laufe der Woche, dass wenn ich an einen Punkt komme, wo ich meine Gesundheit ernsthaft gefährdet sehe, und eigentlich war dieser Punkt schon mal sehr krass da. Ich weiß nicht mehr an welchem Tag, aber mit dieser Unterkühlung. Und wir erinnern uns, das war wirklich dramatisch, ne? Also das war schon so, dass ich sage, da hätte man gut abbrechen können und keiner hätte das irgendwie pipi-mäßig gefunden und es wäre vielleicht auch vernünftig gewesen. Aber wie Menschen eben manchmal so sind. Hier die Nacht war so unfassbar kalt, dass ich die Decke aus dem Medikit genommen habe. Da war der Bruch des Siegels, die Decke. Das bedeutet aber nicht rausgehen, das bedeutet Punktabzug. Korrigiert mich, wenn ich falsch bin, das heißt aber Punktabzug. Wie viele Punkte eigentlich? Wie viele Punkte werden jetzt dem Fabio abgezogen, weil er das Siegel gebrochen hat und sich die Wärmedecke rausgenommen hat? Chat, was sagt ihr? Weil ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe die Regeln nicht mehr parat. Weiß man nicht. Ach, weiß man nicht. Okay. Wurde nicht gesagt. Okay, alles klar. Wirklich, ich wollte das nicht, weil für mich das wie aufgeben war. Aber es ging wirklich nicht anders. Es war mitten in der Nacht, es war egal, ob ich mich ans Feuer gesetzt habe, ob ich hier gelegen habe, ob ich mich auf den Bauch, auf den Rücken, auf die Seite gelegt habe. Völlig egal, es war so unfassbar kalt. Keine Ahnung. Und wer schon mal so richtig gefroren hat, ne, am Ende, also ich rede jetzt nicht von, ich musste zur Straßenbahn und war nass und habe gefroren oder es war mal minus 10 Grad und hat man auf dem Weg zur Arbeit gefroren oder ich habe das Auto freigekratzt und da sind mir die Finger halb erfroren, sondern ich meine wirklich richtig gefroren. Witzigerweise habe ich noch nie in der Arktis oder Antarktis gefroren und ich war an beiden Orten wirklich schon viel und lange, ne? Aber da ist man ja immer super geil eingepackt und das Krasseste, was ich erlebt habe, war Lappland. Mein Kumpel Heymo, Grüße gehen raus, mit dem war ich da. Da haben wir, ich müsste jetzt lügen, aber minus 38 Grad, glaube ich, gehabt. Würde ich jetzt schätzen oder remembern. Es gibt auch irgendwo ein Video auf YouTube davon, von dieser Canon-Schneesafari-Geschichte. Ich glaube, es waren minus 38 Grad. Da haben wir nicht gefroren, weil man super geil angezogen war. Aber ich habe mir in den Tropen schon so den Arsch abgefroren, bei genau solchen Temperaturen, nämlich 5 Grad, 6 Grad, 4 Grad in Kenia, nachts auf 2000 Höhenmeter unter Mount Kenya, habe ich mir den Arsch abgefroren, dass ich fast verreckt wäre. In Peru neulich im Schlafsack war es unfassbar kalt. Mein Kameramann wäre ja fast erfroren. Grüße gehen raus an den Nico, das werdet ihr schon noch sehen. Alter, also frieren und nachts und in die Hypothermie gelangen ist eine ganz beschissene Nummer, die einen richtig, richtig abfuckt. Und ja, ansonsten beim Tauchen natürlich auch schon.
Wenn du so, du musst Forschungstauchen in der Seegraswiese im Dezember oder Januar bei 0 Grad Wassertemperatur. Die Hände erfrieren irgendwann, die merkst du gar nicht mehr. Und bist da teilweise 1, 2 oder 3 Stunden. Da kommst du auch raus und bist völlig, da hat dein Körper schon so abgebaut. Da sind wir auch mal einer Hypothermie nahe. Aber das kann eben, und das darf man nicht unterschätzen, extrem gefährlich werden. Und das ist ein Riesenproblem. Ich werde jetzt aus Prinzip die Challenge für heute vorlesen. Und dann muss ich mir Gedanken machen, ob ich es schaffe, hier das Lager anders zu gestalten. Weil noch so eine Nacht... Aber es ist nur noch eine! Pack ich einfach nicht. Fuck. Ganz ehrlich, also... Diese Kälte... Über so viele Stunden... Ist mir... Also heute Nacht, ich hatte so krass Kreislauf. Und ich wusste wieder nicht, was passiert, wenn ich die Augen zumache. Ob es okay ist, dass ich einfach schlafe dann. Oder... Wie auch immer. Und das geht einfach zu weit. So, ich weiß, dass ich mich krass pushen kann, dass ich mich quälen kann, dass ich sagen kann, ey, hier weiter durchziehen. Ach, der Chat schreibt übrigens gerade, es sind noch 2 Nächte. Wir sind an Tag 6. Das heißt, auf Tag 7, auf Tag 8, damit du sie. Ja, verstanden. Alles klar. Also noch 2 Nächte. Wenn du in dieser Nacht schon fast abgekackt bist, dann noch 2 Nächte vor dir, ist, wenn du Familie hast und Kinder hast oder wenn du ein vernünftiger Mensch bist, wäre das dumm. Das wäre dumm. Aber ja, ich möchte ja nicht meine Gesundheit gefährden. Auch hier, ich unterbreche das, weil ich, sorry, dass ich so viel unterbreche jetzt an der Stelle und den Fabio nicht ausreden lasse, aber diese Gedanken gehen mir auch immer durch den Kopf. Ne? Egal, was ich tue, ich bin ganz oft in Situationen, wo ich denke, muss das jetzt wirklich sein? Von mir sind ja auch Menschen abhängig, mein Team oder meine Familie zum Beispiel oder auch die Biener. Und wenn du dann Scheiße baust, weil du denkst, naja, du schaffst das irgendwie und verkalkulierst dich, und kackst so richtig ab, das hat nicht nur Konsequenzen für einen selbst. Und je älter man wird, desto besser überlegt man sich solche Sachen, ob man nun bei 5 Meter großen Wellen nochmal auf ein illegales Fischerboot springt oder nicht. Ne? Ja, schwieriges Ding und eine ganz, ganz miese Entscheidung gegen einen selbst, für die Vernunft, für die Familie, für die weitere Gesundheit. Und Fabio ist auch ein Mensch, der mit seinem Körper Geld verdient. Ne? Als Radfahrer und der krasseren Art musst du topfit sein. Und es war auch ein Gedanke, den ich hatte, als Fritz mich damals gefragt hatte und ich Bock hatte, da mitzumachen. Was kommt danach? Wie sehr fuck ich mich bei so einer Nummer ab? Und du fuckst dich ja automatisch ein Stückchen ab. Das heißt, ein Stückchen, es kommt darauf an, wie du damit zurechtkommst. Aber wie beeinflusst das dann die Projekte, die hinterher kommen, für die du auch eine Verantwortung trägst, wo du auch Top-Leistungen bringen musst? Du bist ja die ganze Zeit manchmal in solchen Sachen wie ein Supersportler, der die ganze Zeit immer 100% Leistung bringen muss. Und das, bei solchen Sachen riskiert man schon, dass man dann für mehrere Wochen oder Monate tatsächlich ausfällt oder nicht die Leistung erbringen kann, die man gerne möchte oder sollte. Scheiß Nummer. Ja. Das ist es am Ende nicht wert, bei allem Ehrgeiz und so weiter. Genau. Wenn ich im Krankenhaus lande oder Schlimmeres, ich weiß für mich persönlich, dass ich sehr, sehr weit mich gepusht habe. Also so weit weiter geht einfach nicht, weil weiter wär einfach Quatsch. Und naja, ich werde jetzt die Challenge vorlesen, aber da es immer noch so super kalt draußen ist, obwohl es hell ist, muss ich für mich jetzt eine Entscheidung treffen, die ich gerade einfach nur vor mir herschiebe, weil ich es nicht aussprechen will, aber ja. It's over. Hier ist Challenge Nummer 6. Friss oder stirb. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Sehe ich mich nicht. Fuck, ey, ich hab keinen Bock, diesen Satz auszusprechen, ey. Ich hab keinen Bock auf. In der Situation ist man öfter, ne, im Leben. Wenn man eigentlich weiß, es ist vorbei
ob das jetzt eine Beziehung ist, ein Vertrag oder eine Freundschaft, und man spricht es nicht aus, weil es einem so schwer fällt, weil es einem so viel bedeutet. I know. I know, I know. Been there, done that. Many times. Oder du einfach sagst, brech mal die Mission hier ab, oder wir fahren nach Hause, hier geht heute nichts mehr in Sachen Wildtiere oder wie auch immer. Es ist schwer, wenn man ein Durchzieher ist, ne? Und wenn man ein Macher ist, so wie Fabio. Mann! Schade. Zu geben. Boah, es gibt für mich einfach nichts Schlimmeres als aufgeben, weil es so nicht klar geht in meiner Welt, in meinem Kopf, keine Ahnung. Es wären noch 2 Nächte und ich hätte es geschafft. Das Problem ist, ich will mir das einfach nicht eingestehen. Also ich weiß, wie es mir ging. Ich habe immer noch diesen komischen, also Kreislauf ist schon besser, aber ich merke, dass ich, wenn ich aufstehe, ich bin ja immer noch nicht aufgestanden, dass ich dann direkt diesen Grissel vor den Augen bekomme. Fuck, Mann, ey, no ich bueno. Will einfach nicht aufgeben. Ey. No bueno. Boah, ich habe mich die ganze Zeit so auf dieses Projekt gefreut. So sehr, dass ich bereit war zu sagen, ey, ich will noch die extremere Variante und gehe da raus mit Messer und Feuerstahl. Wo man schon mal sagen muss, ne, wie ich es in einem der ersten Videos gesagt habe, Fabio kam mit einem Typen an, mit einer Schubkarre, der seine Eier getragen hat. Das war ja schon ein ultra braver Move, ne? Also so in dieses Projekt reinzugehen. Und erinnert euch, ich gab Fabio 48 Stunden und jetzt sitzt der Typ da schon 6 Tage, so ungefähr, ne? Das ist schon mega, mega, mega geil. Der kann ultra stolz auf sich sein. Ich glaube, er hat eine Wahnsinns-Community gewonnen und er ist für mich 100% der Sieger der Herzen und hat hier eine absolut mega geile Leistung, ein tolles Mindset und einfach eine harte Persönlichkeit abgeliefert, wo ich sage, ziehe ich meinen Hut, finde ich richtig geil. Das ist der Inbegriff eines Ehrenmannes, eines coolen Typens, eines tollen Menschen, muss ich sagen. Richtig, richtig. Finde ich gut, dass es solche Leute gibt. Und ich glaube, ihr alle auch. Ich glaube, das findet ihr alle auch. Und jetzt bin ich so weit gekommen und so kurz vor Ziellinie. Hart, 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 hart. Good morning at day 6. Sun is shining. A little bit cloudy. The night was very cold. Geil, wie der Survival Martin auch so verdaddelt ist, dass er Englisch redet. Mache ich ja auch immer wieder, weiß auch nicht warum. Das ist einfach so drin. I schätze mal 4 degrees and a lot of animals they have screamed at night. Ah! Ah! Rabe? Troll? Elfen? Schwein? Yeah, it's a lot of animals here. But I don't see one. Wer meine Instagram-Story gesehen hat, weiß, ich bin ganz gut im Tierstimmen imitieren. Ihr wisst es. No. So, it is Sunday. Ach, wie heute. So. Sunday is normally my Netflix Sunday. The holy Netflix Sunday. So I will take it by. Yeah. Okay. But first, the challenge. Friss oder... So, ich muss das jetzt auch nochmal ganz kurz lesen. Alternative Nahrungsquelle in Form von Insekten oder Würmern. Finde ich schon mal gut, dass Max und Johannes wissen, dass Insekten und Würmer verschiedene Sachen sind. Jedes Tier muss mindestens 1 Zentimeter groß sein, nutze zur Überprüfung das Maßband, ich glaube, das kann man sagen. Jeder vertilgte Snack gibt einen Punkt bis zu einer maximalen Anzahl von 7. Es ist also egal, ob man 7 verschiedene Tierarten sammelt oder 7-mal die gleiche
Geschichte. Boah, was da alles drauf ist, ne? Ameisen. Ich hätte überhaupt keinen Bock, Ameisen zu essen. Larven, ja. Aber die Ameise an sich mit Ameisensäure, Käfer, wie gesagt, hätte ich auch keinen Bock drauf, weil sowas wie Ölkäfer und so, ist es in der Mitte oben eine Zecke, die ja übrigens keine Insekten sind. Das wäre also ein fataler Fehler, würde nicht zählen. Akari, Milben und Zecken und sowas alles sind Spinnentiere, wenn mich nicht alles täuscht. Oder liege ich jetzt wieder völlig falsch? Warte mal ganz kurz. Stopp. Ich korrigiere mich selber. Leute, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken. Das ist doch totaler... Bin ich jetzt völlig verdattelt? Auch der Biologe macht mal einen Fehler. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Das kann doch nicht wahr sein. Milben sind auf jeden Fall Spinnentiere. Und Zecken? Milben! Ha! So, Spinnentiere, Arachnida. Der Biologe macht keine Fehler. Ein Glück! Ich erzähle ja auch manchmal Quatsch, aber heute nicht. Also... Oder ist das ein Marienkäfer? Dann noch so ein paar Hymenoptera, Hautflügler und so ein Kikifaxer. Schmetter? Wollte ich einen Schmetterling essen? Kann ja im Prinzip nicht viel schief gehen, gell? Ja, ey. Warte. Ich soll 6, 7 Käfer fressen, dann habe ich 7 Punkte? Korrekt, gut erfasst. Das ist ja auch eine Challenge für mich. Naja, da gehen wir rein. Das ist ja mal eine Challenge, die ich wahrscheinlich durchziehe. Gut, friss oder stirb. Bin dabei. Vor allem, ich brauche kein Paracord. Und Hunger habe ich auch. Ich sage euch eins, vom Insektenessen von 7 kleinen Insekten wirst du nicht satt. Das habe ich schon probiert, das findest du nicht gut. Und ich habe nie so viele Insekten gegessen oder gesammelt oder so, dass man mal satt wird. Das ist, findest du nicht. Ich überlege gerade, die Biene hat schon Insektenfutter gegessen. Das mochte sie überhaupt nicht. Und habe ich mal einen Insektenburger gegessen? Oder nur gesehen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, ich habe ihn nicht gegessen. Aber es gibt Insektenburger. Ne? Hat einer von euch schon mal Insektenburger gegessen? Nick. Das ist das Problem, gell? Der Survival Martin hat ja schon überhaupt keine Würmer gefunden. Und das. Aber es sollten sich doch mal 7 Insekten da finden lassen, aber über 1 Zentimeter ist natürlich auch das Problem. Ja? Ach Mann, ey. Schwieriges Ding. Da ist nichts los. Verrückt. Ah, was haben wir? Das sieht fast aus wie eine Libellenlarve, aber ist es irgendeine Käferlarve oder was, ne? Ja. Oh, Käferlarve. Oh. Naja, wenn ich nicht zu Netflix kann, dann muss Netflix zu mir kommen. Ganz einfach. Los geht's. Wilson. Das ist Martins Wilson. Moment. Vor allem wisst ihr, wie lange das da jetzt an dem Stein bleibt? Das kann da schon ein paar Jahrzehnte bleiben. Und wenn dann mal Archäologen auf dieses Feld kommen und dann sagen, hier muss es eine ziemlich verrückte Kolonie gegeben haben von Kurzsiedlern. Seven Roses Wild. Wäre das geil. Tudum. Hat der Survival Martin eigentlich die größte Meise von allen Teilnehmern? Ich glaube ja. Aber geil. Ah, Fernbedienung ist kaputt. Netflix präsentiert Spider-Run. Ja, das ist das Problem mit der GoPro. Wenn man nah dran ist, wird es immer unscharf. Und wie gesagt, Spinnen isst man nicht. Erstens sind alle Spinnen giftig, bis auf die Kräusel-Radnetzspinnen. Weiß man immer nie, wie man drauf reagiert und sind keine Insekten, haben also 8 Beine, Insekten haben immer 6 Beine. Und denkt dran, man verschluckt ja im Schlaf durchschnittlich als Mensch im Laufe seines Lebens angeblich 3,4 Spinnen, die einem nachts in den Mund krabbeln, was natürlich völliger Quatsch ist, das ist wissenschaftlich widerlegt. Es sind mindestens 4. Dum, 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 dum. Ey, weiterlaufen. Ey, Kamera läuft. Los!
Hallo. Ja. Internet ist schlecht. Bild hakt. Macht er aber gar nicht schlecht, so Zeichen. Ja, wenn du dich einsam fühlst, dann mal dir einfach einen Kumpel. Darf ich vorstellen? Ingo. Ingo, okay. Ingo ist schizophrener Holzarbeiter hier aus Schweden. Viele Leute in Schweden heißen Herr Ingo. Ja, hat Probleme mit zu viel LSD, weil er die Augen so aufreißt und hat leichten Haarausfall. Ist Crystal Meth abhängig? Ist aber ein guter Kumpel von mir. Übrigens, ich war gerade kacken. Kam noch nie so schwarz. Vor allen Dingen, jetzt mal im Ernst, ne? Wenn da mal der Archäologe langlatscht und sieht hier hinten Netflix. Netflix, that must have been something serious, because everybody had it. Und dann hier zack, bum, bang, der Ingo. Na dann, gut. Hallo, Ingo. Scheiße, ihr habt. Ja, läuft. In meinem Kopf wird's rund. Es gibt, glaube ich, in Schweden, mein Kumpel Flo war da, so Einkratzungen in Steine von vergangenen Siedlungen. Die gibt es aber auf der ganzen Welt. Die haben wir im Dschungel auch schon gefunden. In Mexiko zum Beispiel, der Mayas. Es gibt die Linien von Nazca und so. Die Menschen haben immer Bock, sich überall zu verewigen. Die Höhlenmalereien und hier halt Ingo und der. Ja, und das ist Pumperjochen. Pumperjochen ist halt auch hier. Falls Ingo drüben nichts mehr zu erzählen hat. Pumperjochen, weiß noch was. Ah, Pumperjochen, wie geht's dir? Gut? Ja, geht mir richtig gut. Guck mal, ich kann ja am Felsen sitzen, jetzt komm hier nicht weg. So wie du. Du bist ja auch gefangen. Du kommst hier nie wieder raus. Ah! Ob mir 6 Tage Isolation was ausmachen? Nee. Nee, hab ich gesagt! Entschuldigung. Pumperjochen, Ingo, sorry. Ich geh Netflix gucken. Good morning in the morning. Kam das eigentlich vom Wendler, dieses Good morning in the morning? Ich fühle mich voll ausgetrocknet. Kann man das irgendwie sehen in der Kamera? Dass meine Lippen so richtig knusprig sind? Ich habe gar kein Gefühl mehr in den Lippen irgendwie. Habe ich überhaupt noch Lippen? Heute muss ich auf jeden Fall mir irgendwie was zu essen holen, sei es Blaubeeren oder irgendwas anderes, weil ich habe echt Knast. Und ich muss irgendwie was hinter die Kiemen bekommen. Ich werde jetzt die Challenge Nummer 6 öffnen. Ich hoffe, es ist keine Challenge, die wir den ganzen Tag beanspruchen wird, so wie mein Arschgelle. Und schon wieder wird genörgelt. Bloß geil. Gestern. Tag Nummer 6 Challenge. Ich bin hier spannend wie ein Bettlaken. Spannbettlaken. Schön, wie sie auch da Käfer ausgesucht haben und alles. Und Fliegen, Motten. Motten könnte man auch essen. Ja, okay. Ah, jetzt sehe ich es da oben auch, so eine Art Marienkäfer. Ist keine Zecke, ein Glück. Jetzt habe ich schon gemacht. Friss oder stirb? Oh, nee. Klar, ich fange mir jetzt erstmal ein paar Motten. Ich meine, ich habe schon mal Regenwürmer gegessen, ja. Ich habe auch schon mal Heuschrecken gegessen, aber frittiert. Ich würde an sich allgemein Käfer essen, wenn sie frittiert werden, weil sie dann ein bisschen schmecken wie Pommes. Kommt bestimmt auf den Käfer an, denn erinnert euch, 1,5 Millionen Tierarten auf der ganzen Welt, etwa 500.000 davon sind Käfer, bis jetzt entdeckt. Das sind sicherlich noch mal ein paar Millionchen mehr, wenn man mal genauer hinguckt. Na gut, okay. Aber ich... Der Chat schreibt hier gerade, Zecke größer als 1 cm. Ja, gibt es. Ich hatte Zecken auf der Hand, die waren größer als 1 cm. Das werdet ihr noch in einer Instagram-Story sehen, die ich aber allerdings erst veröffentlichen kann, wenn der Sumatra-Film bei Vox gelaufen ist. Hoffentlich im Frühjahr. Und dann zeige ich euch die größten Zecken der Welt, die ich auf der Hand hatte. Die sind wirklich, boah, alter Schwede, da, wie Knallerbsen. Er ist jetzt nicht irgendwie so einen dicken Mistkäfer. Das sind diese blau schimmernden Käfer. Roh. Die haben unten an ihrem Bauch irgendwie Eier dran, die haben Parasiten, die haben sonst was. Ich fress die Dinger nicht roh.
Also Martin würde... Das stand ja auch gar nicht drauf, ne? Dass die roh gegessen werden müssen, oder was? Die kann man sich da auch rösten oder kochen. Im Voll machen die 7 Punkte? Bei mir wird dann eher so vorne eine 0 stehen. Also die, die ich im Survival-Training gegessen habe, mit dem Kommando Spezialkräfte, die habe ich mir geröstet. Das war wirklich ekelhaft. Oh Mann, ich habe wirklich mit allem gerechnet. Baue ein Flugzeug. Nur aus Blättern. Aber habe ich neulich gesehen in einer Doku, wie Flugzeuge aus Blättern gebaut wurden. Und zwar bei indigenen Jungs in Borneo, die zwischen der Jagd auf Affen mit Blasrohren sich hingesetzt haben, Päuschen gemacht haben und haben spezielle Blätter gefaltet und haben die als Papierflieger durch den Dschungel gejagt. Ey, das war so eine gute Doku. Die müssen wir eigentlich nochmal zusammen gucken. Die war wirklich toll. Von einem sehr cleveren französischen Filmemacher. Echt geil. Über was so im Dschungel abgeht. Toll, toll. Ganz, wirklich wunderschön. Ich würde friss Käfer. Aber ich laufe noch ein bisschen, glaube ich. Ich habe irgendwie keinen Bock. Was soll ich jetzt machen, wenn ich jetzt aufstehe? Guck mal, das ist das Ding. Wenn ich jetzt aufstehe, mich Zähne putze und mich ein bisschen frisch mache, so gut, dann haben wir 10 Minuten noch totgeschlagen. Und dann, ich weiß nicht, wie spät es ist. Ich schätze mal, die Sonne ist noch relativ tief, so vielleicht 9 Uhr. Ey, mir würden dann ungefähr 1 Milliarde Sachen einfallen, was ich tun würde. Oder nicht? Ich muss mal das Fenster zumachen, hier ist es zu laut. Alter Schwede. Echt, also ich habe am Tag so viele Ideen und Dinge, die ich machen würde. Und wenn ich mal die Zeit hätte, mal zu schnitzen, hätte ich auch Bock drauf. Ich beneide den Gemeinnick immer, dass er so viel Zeit hat zum Schnitzen. Finde ich geil. Irgendwas bauen, erkunden, checken, Steine umdrehen, gucken, was so drunter ist, dies, das. Ja, maximal 9 Uhr. Und wenn ich mich hinsetze und meine Lebensziele aufschreibe, über meine Vergangenheit nachdenke oder mir neue Projekte im Kopf entwickle oder ein kleines, ich wisst ja, was ich früher immer gemacht habe beim Opa im Wald, haben wir immer, habe ich neulich witzigerweise sogar mal gesehen, stand bei mir hier um die Ecke. Ich habe immer gedacht als Kind, dass Hasen und Igel und Tiere des Waldes, die so, ich sag mal maximal katzengroß sind, in kleinen Buden schlafen, in Unterständen. Und nicht jetzt in Höhlen oder so. Ich habe da mir nie Gedanken drüber gemacht. Und deswegen habe ich immer kleine, mein Opa nannte das Mooshütten gebaut. Und das waren im Prinzip kleine Shelter für Tiere, die wir mit Moos bedeckt haben. Und neulich habe ich mal so ein Ding seit, na, ich würde sagen seit 30 Jahren mal wieder gesehen. Und das war schön, dass das auch heute noch Menschen machen. Mooshütten für die Häschen und Karnickel im Wald bauen. Das würde ich hier zum Beispiel auch machen. Hätte ich Bock drauf. Da bisschen was zu machen. Und die Sonne geht erst so gegen 2021 Uhr unter. Was mache ich denn jetzt 10 Stunden lang? Die Challenge heute ist 7 Insekten. Also such gerade Käfer. Natürlich mache ich die Challenge. Ja, sicher. Weil das sind sehr schnelle 7 Punkte, die man sich verdienen kann. Mein Plan ist wie folgt, okay? Ich werde die Käfer vorher töten. Die in einer Reihe aufreihen, weil anders kannst du die auch gar nicht messen, weil wie willst du die messen? Die rennen ja weg. Also Feuer töten, dann in einer Reihe aufreihen, alle messen, dass wir dann auch mindestens 1 Cent haben pro Käfer. Die alle in einer Hand nehmen, alle rein, schnell kauen, runterschlucken. Wenn er dann überhaupt 7 Käfer findet. Und es gibt auch einen Trick, wenn man irgendwas isst, was nicht gut schmeckt, einfach die Nase zuhalten oder Luft anhalten. Aber ich finde gerade gar nichts hier. Ich gucke mal auf den Boden, ich habe ein paar Spinnen gesehen, aber Spinnen... Wie er auch einfach immer nur im Camp rumläuft. Und nicht mal geil explorern geht. Mann, Relodiac, den würde ich gerne mal so mit so einem Pieker anpieken. Nicht essen. Aber ich bin ja auf der Suche nach so länglichen, dünnen Käfern. Aber längliche, dünne Käfern, naja. Ich hab gar nichts hier. Mann, die laufen ja auch nicht einfach tagsüber so auf dem Waldboden rum. Da muss man schon mal was umdrehen. Der Tag ist noch lang. Der Tag ist noch lang. Ich habe gerade mal gute 100 Gramm Blaubeeren gepflückt. Also so viel wie noch nie zuvor. Ich finde einfach keine Insekten. Ich weiß nicht, ob es irgendwie noch zu früh ist oder so. Es rennen einfach keine Insekten rum. Ja, es geht aber auch Würmer. Es waren auch Würmer gesagt. Ich habe jetzt auch schon echt viele Stunden am Wasser hier verbracht und ich gucke mal wieder ins Wasser und ich habe noch nicht einen Fisch gesehen, nicht einen Krebs, gar nichts. Das kenne ich so gar nicht, weil selbst bei uns in den Gewässern zu Hause, da sind die Fische wirklich vorne am Ufer. Du siehst sie da lang schwimmen, auch wenn es nur kleine Fische sind oder so, aber hier ist gar nichts.
Ich werde vielleicht nachher mal rübergehen auf die andere Seite, wo es ein bisschen ruhiger ist. Ach, meine Lippen, ey. Trinken, mehr trinken. Und da mal probieren, ein bisschen zu angeln. Hab ja leider bloß noch diesen Riesenhaken. Ich habe jetzt erstmal die Challenge mit den Käfern verworfen und gehe angeln. Ich baue jetzt meine Angel zusammen und probiere mein Glück mal ein bisschen. Vor allem das Gute beim Angeln ist, da kommt man runter, die Zeit vergeht schnell und vielleicht haben wir auch ein bisschen Glück. Mal gucken. Ich muss erstmal einen Spot finden, wo ich einigermaßen angeln kann, weil das Wasser ist halt super flach hier. Ihr habt es ja vorne schon gemerkt. Die Steine sind überall. Ich kann gefühlt 30 Meter. Kleiner Tipp vom Meckerer. Bin ich der Gemeinige ist der Meinecke und ich bin der Meckerer, meinetwegen. Ein Messer offen, ohne Scheide, mit der Spitze nach oben tragen, in einem solchen Gelände, halte ich für gewagt. No risk, no fun. Also macht das bitte nicht, egal wie kurz die Strecke ist, egal wie sicher ihr euch seid, habt das Messer immer in der Scheide oder in der Hand zum Benutzen. Also ich würde euch das einfach raten, ich habe da schon zwei Unfälle gesehen, die blöd ausgegangen sind. Macht das nicht. Das ist einfach, ich weiß, man auch als, man wird nachlässig. Ich kenne das ja selber. Aber ich ermahne mich da immer wieder zur Vorsicht, das sollte man unbedingt vermeiden. Ganz, ganz, das kann ins Auge gehen und dann wäre es wirklich, wirklich doof. Laufen und das Wasser geht mir bis zum Bauchnabel. Ich hoffe, er macht das mit dem Messer auf gar keinen Fall, während er über diese glitschigen Steine spiegelt. Wie soll ich denn hier angeln? Das kann doch gar nicht funktionieren. Das stimmt. Musst du jetzt hätte ich fast gemault. Runtergerutscht, schönes Wasser rein. Also der fast gemault mit Messer, aber hat ja zum Glück eine Tasse dabei, um das Blut dann auch aufzufangen. Mann, Reloadiehack, du kleiner Survivalmeister. Fuß ist schon mal nass. Sehr gut. Fängt schon mal gut an. Schön ist auch, dass ich das Messer hier so offen habe. Das Beste ist, wenn man seine eigenen Fehler selbst merkt. Das finde ich gut. Wenn ich absegel und mir das Ding irgendwo reinramme, dann war es das eh. Vielleicht ein bisschen aufpassen hier. Durchaus, durchaus. Ja, das ist alles super sumpfig. Ah. Probier's mal hier drüben, aber hier geht's auch nicht weiter. Ey, zum Angeln ist ja echt eine Katastrophe, ne? Ich kann ja mal kurz gucken, wie es bei dem Stein hier aussieht. Aber ihr seht es ja schon, ich kann den Boden sehen. Es ist halt alles sehr, sehr flach. Egal. Ich kann trotzdem probieren, die Angel hier auszuwerfen. Es ist sehr, sehr ruhig vom Wasser her. Sehr flach den Köder machen. Und einfach gucken, was passiert. Barsche schwitzeln da überall rum. Merkt ihr eigentlich, wie ich die Wortkreation immer? Geht. Weil dann bleibe ich nämlich hier. Dann baue ich es langsam erstmal alles zusammen. Das dauert ein bisschen. Und Köder brauche ich auch eh noch. Also das zieht sich noch. Boah, auch das Messer da so hinzustellen. Mit der Schneide nach oben. Ich kann das gar nicht sehen. Da stellen sich meine nicht vorhandenen Nackenhaare härtestens auf. Aber gut. Hier ist die Schlange. Ich will nicht immer meckern und ich will auch gar nichts dazu sagen, weil ich bin der Erste, der im Dschungel barfuß rumläuft, überall, wo es giftige Schlangen gibt und Skorpione und dies, das. Also ich bin selber nicht besser, ne? Aufhör, die mache ich jetzt hier rum. Da. Diese Art Schnitzerei haben wir jetzt hier bei Seven vs. Wild wirklich oft gesehen, ne? Eine Einkerbung und runder Kopf. Es ist später, wenn die Archäologen mal die Höhlenmalereien oder die Wandmalereien vom Survival Martin finden und die ganzen Schnitzereien von Fritz, Martin und Relodiac, wird viel über Phallus-Symbole geredet werden. Ran, dann ziehe ich das Ding zu. So. Bisschen naja, kurz. Lang ist es nur halt nicht. Ich habe jetzt hier vielleicht 2,5 Meter, wenn überhaupt. Aber das. Das ist ja die kürzeste Angel, die ich je gesehen habe. Da. Nicht vollkommen. Dann gehen wir mal Würmer suchen mit meinem Grabestock. Ich werde erstmal hier vorne, wo es so ein bisschen modrig ist, probieren. Weil hier der Boden auch relativ weich ist. Das ist nicht gut für Würmer. Ich brauche eher so sandigen Boden. Hier ist ein bisschen Scheiße von. Ich weiß nicht, ob das von welchen Tieren das ist, aber es ist auf jeden Fall ein Pflanzenfresser. Okay, das gestaltet sich schwieriger als gedacht, weil der Boden nicht sandig ist. Der ist komplett verwurzelt. Überall alles voller Moos und Farne und alles.
Graben ist hier nicht, geht ja gar nicht. Du kriegst den Boden ja nicht mal aufgehoben hier. Die Erde ist schon nass, ne? Also das ist schon gut so für Würmer, das ist eigentlich ein Paradies, aber... Ja, nein, Würmer ertrinken in nasser Erde, deswegen kommen die übrigens bei Regen auch raus. Also nasse Erde ist nicht 100% gut geeignet. Ich glaube, es ist einfach viel zu dicht. Die mögen eher so sandigen Boden, ist alles komplett voller Wurzeln hier. Hier findest du ja gar nichts. Ey, ich sag euch, wie es ist, ne? Keine Chance. Ey, das kann es echt nicht sein, ne? Ich dachte, in Schweden ist es noch einfacher mit dem Angeln. Also noch einfacher, Würmer zu finden überall. Aber kannst du ja völlig vergessen. Ist ja gar nichts. Falls ich nochmal irgendwas finden sollte, einen Köder oder irgendwas dergleichen, dann versuche ich es nochmal. Aber so ist halt scheiße. Hier habe ich auch noch einen, den ich durchtrennen muss. Dort unten habe ich gerade einen durchtrennt. Jetzt wollen wir aber mal den Gemeinicke schlucken sehen. Los, wir wollen... Das ist das, was man in solchen Sendungen, wie auch im Dschungelcamp, natürlich am liebsten sieht, wenn irgendetwas Ekelhaftes gegessen werden muss. Kommen wir gleich dazu. Ihr wisst es, ich brauche ja jeden Tag so ein kleines Projekt, in dem ich mich ausprobiere, in dem ich irgendwie ein bisschen schnitze, ein paar Hilfsmittel mache. Und heute werde ich mal Keile probieren. Wenn wir mit der Kukri nicht mehr weiterkommen, dann können wir die mit Keilen wieder rausschlagen oder mit Keilen sogar das ganze Ding spalten. Ist eine coole Möglichkeit, vor allem wenn man nur ein kleineres Messer dabei hätte. Ne? Fabi zum Beispiel hat, glaube ich, ja nur ein SE3 oder SE4. Und selbst damit kann man dann solche großen Sachen spalten, wenn man sich Keile herstellt. Und das machen wir jetzt. Optimal dafür wäre natürlich Hartholz, also Buche, Eiche, Robinie und so weiter. Und am besten noch trocken. Lässt sich extrem beschissen verarbeiten, weil es halt knüppelhart ist, aber geht dann nicht kaputt. Wir haben hier aber nur Birken, Kiefern und weiter oben auch mal ein paar Fichten. Von daher, ja, nix mit Hartholz weit und breit zu sehen. Haselnuss wäre eigentlich mit das Geilste tatsächlich. Das kann man super... Aber da ist der Boden vermutlich hier, korrigiert mich, ihr Pflanzenmeister da draußen, vermutlich zu sauer. Ne? Diese ganze Geschichte hier, torfig, saurig, das ist alles schlecht für solche Pflanzen. Verarbeiten ist stabil. Also ein bisschen Laubgebäum ist ja hier auch, ne? Ein bisschen. Und hat auch gleich eine gute Form, also schön gerade. Aber auch die Haselnuss haben wir hier nicht. Ich habe mich hier wieder durchgeschlagen. Oh, das ist... Guckt euch jetzt an, Knietiefteil. Dass bis jetzt sich da noch keiner die Haxen gebrochen hat, das finde ich echt ein Wunder. Danke, Robert, für deinen unermüdlichen Einsatz, deine Inspiration. Hab wegen dir Regenwald gekauft und es lebe und lebe jetzt nachhaltiger. Doch, ich bin eine Reiterin und liebe es. Wie ist deine Meinung dazu? Danke. Ich habe eine ganz dezidierte Meinung. Das ist nur ein kluges Wort, was ich eingebaut habe, damit es klug klingt. Habe ich einen Podcast drüber gemacht. Kurz vor 12, eine der Folgen ist Reitsport. Geht mal rein, kann vielleicht einer den Link posten. Also übers Reiten gibt es eine ganz... habe ich mich lange und viel mit beschäftigt. Central Art, danke für alles. Ich habe zu danken. Und auch an die ganzen, wenn ich hier mal durchscrolle, neuen Mitglieder. Guck mal hier, Kegelrobben. 10 Euro für ein Treffen mit Fabio. Gönnt euch einen Kaffee zusammen. Ach, das ist aber nett. Vielen Dank, das werden wir auch tun. Oder ein Eis. Julian Flammer für Mission Erde. Vielen Dank. Guck mal, da kommt immer richtig was rein, du hier. Cool. Vielen, vielen Dank. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Also, zu der Birke, an der ich vor ein paar Tagen schon mal war und mir ja ein Stück für das Herzschnitzprojekt rausgetrennt habe. Ich glaube, ich werde das komplette untere Teil mitnehmen, weil wer weiß, was mir heute noch so für ein Projekt einfällt oder morgen. Das kann ich gut verwenden. Super. Ja, das werde ich mal probieren. Und zwar haben wir hier eine fette Verästung. Dadurch ist der Stamm hier immer stabiler. Generell, das merkt ihr auch, wenn ihr Holz spaltet, da, wo Äste durchgehen, lässt sich das Ganze extrem scheiße spalten. Also nutzen wir das und nehmen das einfach als Kopf. Hier werden wir draufhauen und hier unten machen wir die Verengung. Dann haben wir schon eine gewisse Grundstabilität. Ich finde es geil, wie der immer erklärt und was man da lernen kann aus dem Bushcrafting. Sauschmart. Im Stamm drin.
Sehr geil. Und wieder einmal wäre eine Säge natürlich von Vorteil. Aber es geht doch mit der Kukri auch super geil. Gestern habe ich noch große Töne gespuckt, dass ich das Thema Essen auf jeden Fall gut unter Kontrolle habe. Jetzt, laut Sonnenstand, wahrscheinlich so 10.30 Uhr, 11 Uhr, habe ich übelst Hunger. Mein Magen knurrt, mein Magen krampft, obwohl ich gerade diesen riesen Himbeersmoothie gegessen habe. Ja. Ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören. Aber gebt dem Jungen, und damit meine ich mich, endlich einen Falafel-Döner-Teller mit Pommes. Aber XXL-Version mit Käse drüber. Einfach ein bisschen Käse drüber. Hoffentlich gibt es auch irgendwo ein Video oder irgendwas, was man sehen kann, wie all diese Typen, die aus dem Wald kommen, am Ende das Erste zu essen kriegen. Das würde mich auch mal interessieren. Die Blicke, die... weil das für mich auch immer wieder das Schönste ist. Ich liebe diesen Moment, wenn man das erste Mal wieder was richtig Geiles, Vernünftiges ist, was einem auch schmeckt. Jetzt zum Beispiel habe ich auch gar nicht das Empfinden wie gestern, dass ich so krass Freunde und Familie und soziales Leben und alles vermisse in dieser Sekunde. Es ist krass. Nur also, der Hunger. Da fällt mir wieder auf, wie schnell die Sachen hin und her switchen. Es gibt Momente... Das war doch eben ein Insekt von 1 cm Länge. Das hätte ich doch gleich aus der Luft gesnackt. 1-2 Stunden, da bin ich richtig gut drauf, da habe ich Energie, da bin ich top, freue mich. Und dann gibt es immer wieder 1-2 Momente, da habe ich Hunger, bababam. Und später, 2-3 Stunden am Abend, fühle ich mich wieder einsam. Also krass. Man macht hier emotional auf jeden Fall einiges durch. Aber hallo. Ich stell's mir vor. Vor mir ein Teller. Ich greife mit der Hand in den Pommesbereich. 3 Pommes sammeln sich zwischen meinen Fingern. Ich schmier ihn einmal durch Soße durch. Kräuter. Vielleicht Kräuterknoblauch. Saftig, knaftig matschen die Pommes zusammen. Ich greife zur Gabel und nehme mir einen schönen Happensalat. Auch leckere Soße drüber. Mit der linken Hand, während ich kaue, vermengt sich der Salat mit den Pommes und dann kommt so ein krosser Falafel. Alles gemeinsam vermengt sich miteinander. Überall ist noch ein bisschen Käse mit dabei. Eine Geschmacksexplosion. Ich hatte gestern... Also wenn man mal nicht schlafen kann, dann ist das... Manche stehen ja drauf. Den Gedanken an Leute in Gefangenschaft, also Entführung, an Leute, die im Gefängnis sind oder was auch immer. Also Leute, die in anderen Situationen einer Isolation ausgesetzt sind. Und ich kann mir echt vorstellen, dass das einen bricht. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ich glaube, die Frage ist nicht, ob es dich bricht, sondern immer nur wann. Bonjour. Der Mensch ist halt ein Herdentier. Wir leben in Gruppen, so ist es nun mal. Wir sind nicht wie einige andere Tiere, die lieber einzelgängerisch unterwegs sind. Es ist oder sich nur zur Paarungszeit treffen. Das machen ja auch viele, ne? Also, ja. Krass. Ich denke dann auch an Menschen, die auch nicht freiwillig vielleicht isoliert sind. Guck mal, diese ganze Corona-Scheiße, die hat auch viele Menschen in die Isolation getrieben. Viele hocken zu Hause, viele können sich nicht mehr mit Freunden treffen. Und es gibt ja auch Menschen, die sind sozial, aus welchen Gründen auch immer, gibt es ja Milliarden Gründe, auch isoliert oder haben eine Sozialphobie. Das ist hart, weil der Mensch dafür einfach nicht gemacht ist. Zumindest nicht über einen längeren Zeitraum. Das ist ein spannendes Theorem, wenn man mal so ein bisschen darüber nachdenkt tatsächlich, ne? Und das ist der Mensch. Und wenn man das dann weiterführt auf ein Tier im Zoo, ja, was eigentlich ein Gruppentier wäre oder gerne in Freiheit leben möchte und isoliert alleine in Gefangenschaft lebt und nicht raus kann, wie, da gibt es ja verschiedene Orcas zum Beispiel, die alleine in einem Becken leben und eigentlich eine Familie haben und so ultra viel krass sozialer sind als wir Menschen und die dann alleine dort leben mit denselben Fähigkeiten und Empfindungen wie wir,
dann wird einem schon anders. Und ich glaube, jeder der Teilnehmer, der da jetzt ist, der kann das nachvollziehen. Und die sitzen ja quasi in Freiheit. Die können jederzeit entscheiden, wann sie rausgehen, abgeholt werden oder abbrechen. Können sich frei bewegen, haben ein Areal. So ein Orca hockt im Pool und that's it. Das gibt so eine Isolationsgeschichte. Kann man wirklich, wirklich viel drüber nachdenken. Ist echt krass. Oh, je m'appelle, je suis, ça va très bien. Spricht der Französisch? Voulez-vous coucher avec moi? Ja. Arthur, c'est un perroquet, rue de la guerre. Also auf jeden Fall krasser Französisch als ich. Ich spreche zero. Nada. Je suis, je m'appelle, très bien, je ne sais pas. Der Schlagbereich ist fertig, hier kann gleich drauf geklopft werden. Jetzt kommt die Spitze. Kurzes Zwischenupdate. Draufklopfstelle ist fertig, Verjüngung nach oben ist auch fertig, ihr seht es hier schon angedeutet. Ja, ich gehe jetzt in die finale Phase. Dauert auch nur eine Stunde ungefähr, so ein Ding. Nee, geht auch schneller, wenn man eine Axt hat zum Beispiel oder sich einen richtigen Hauklotz baut, dann geht das natürlich alles viel fixer. Aber ich lasse mir auch ein bisschen Zeit, Freunde. Ich genieße es, hier Schicht für Schicht mit der Kukri abzutragen. So, der Gerät ist fertig. Leider ist hier so eine komische braune Stelle drin gewesen. Das ist gar nicht gut, weil da ist das Holz halt irgendwie so komisch faulig. Also Dechtbarschlenk. Dechtbarschlenk. Schlecht, so rum. Nee, Dechtbarschlenk. Genau. Und es ist nur eine ganz leichte Verjüngung. Ne? Also ich werde mit der Kukri die Vorarbeit machen. Und dann kommt der Hammerprügel danach, um die enorme Spaltwirkung zu vollziehen. Und eigentlich brauche ich noch einen zweiten, um den Keil wieder freischlagen zu können. Den ich hier rausgesucht habe, kann ich aber nur noch vergessen, weil der ist ja gammelig. Der hat hier irgendwie, keine Ahnung. Also baue ich aus diesem Rest hier einfach noch einen kleinen. Ich denke mal, ja, das sieht gut aus. Der geht dann auch schneller. Und dann testen wir den Bums mal aus. Vielleicht habe ich auch jetzt eine Stunde lang umsonst geschnitzt. Aber dann ist es so. Hm? Learning by doing. Oder wie ich es gern mache, lernen durch Schmerz. Durch Schmerz. Et voilà. Ich lerne auch gerade durch Schmerz. Ich würde es euch gerne zeigen, aber es ist zu krass. Max wird jetzt grinsen, ist der Einzige, der es schon gesehen hat. Oh. Der Schmerz ist beständig hart auf einer guten 7 von 10. Aber das Ergebnis zählt, Freunde. Das Ergebnis zählt. Ich lasse mir gerade ja einige Tätowierungen weglasern. Der Lerneffekt ist auf jeden Fall gegeben. Liebe Kinder, passt bitte auf, was ihr euch tätowieren lasst. Das Wegmachen ist... Der D-Bay kann ja mal sagen, wie schlimm es aussieht, weil ich kann es euch nicht zeigen, weil es wirklich... Der Stream würde sofort beendet werden. Ich werde für immer auf YouTube gebannt werden, weil es wirklich unfassbar schlimm aussieht. Aber gut. Einen kleineren, einen größeren. Wie gesagt, das ist jetzt unnötige Feinarbeit gewesen. Ich habe natürlich noch ein bisschen schick gemacht und die Rinnen ab und so weiter. Ne, man kann Keile auch deutlich schneller herstellen. Wenn man zum Beispiel auch eine Axt und eine Säge hat, dann geht es halt ultra easy. Ne? Ihr nehmt euch einfach ein Stück Hartholz, schneidet das raus, zack, und dann geht ihr mit der Axt ran und spitzt das einmal an und fertig ist der Keil. Ja? So also, ist es. Aber es kommt halt aufs Werkzeug drauf an, das ihr zur Verfügung habt. Es geht auch mit einem normalen Messer. Wer braucht schon eine Jacke mit Moskitonetz? Die Not macht erfinderisch. Geil. Ich liebe diese. Einfach nur den Riechkolben rausgucken lassen. Und dann läuft das. So, es folgt nun der große Test, ob man mit meinen Keilen dieses Ding spalten kann oder nicht. Wir starten mit der Kukri. Bloß nicht daneben hauen.
Ich habe nur das Gefühl, dass der Schlagknüppel nicht mehr lange mitmacht hier. Ach du Scheiße. Ich liebe auch den Elan. An Tag 6. Das war's. Das war's. Ja, gut. Und jetzt? Je ne sais pas très bien. Voulez-vous coucher avec moi ce soir rue de la Guerre croissant baguette? Je ne sais pas. Naja. So, jetzt aber mal, Fabio, komm. Freunde. So, ich bin jetzt hier runter ins Wasser gegangen. Um zu gucken, wie es mir geht. Also der Kreislauf hat sich gefangen, aber ich fühle mich allgemein sehr schwach und halt immer noch unfassbar kalt. Das Problem ist einfach, ich komme null damit klar, wenn ich die Schwäche irgendwie siegen lasse. Also ich meine, Schwäche empfindet jeder und das ist auch völlig normal und okay, aber ich habe mich immer versucht, so darauf zu konditionieren, dass wenn mein Körper irgendwie sagt, so ja, nee, ich will nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, zu sagen, halt's Maul, ich mach weiter. Ja, das mag in einem Boxring oder einem Oktagon gehen oder auf einer Fahrradstrecke, wo es noch 20 Kilometer sind, aber wenn dein Körper bei einer Hypothermie sagt, Freundchen, jetzt lass das mal, weil wir könnten hier alle sterben und damit meine ich alle Zellen deines Körpers, dann sollte man darauf hören. Es gibt Momente, wo man auch darauf hören sollte und vernünftig sein muss. Damit mein Körper sieht und mein Geist, ey, ich bin am Start, ich will das, ich mach das und deshalb fällt es mir gerade so unheimlich schwer, ja, einfach einzugestehen, dass es gerade einfach too much ist, so. Ich glaube, wenn ich jetzt drin bleibe, ist einfach nur noch fürs Ego. Und da ich mir das gerade eingestehen muss, dass wenn ich jetzt weitermache, es fürs Ego ist, dann muss ich die Stärke haben, hier aufzugeben. Also anzurufen, holt mich hier raus und ja. Das werde ich aus diesem Grund jetzt auch tun. Auch wenn es mir unfassbar, wirklich unfassbar schwer fällt. Es ist wahnwitzig, weil es geht hier um nichts außer das, was man sich selbst als Ziele vorgenommen hat. Und das ist ja nicht nichts. Boah, krass, ey. Scheiße, aber extrem vernünftig. Gut. Es war dennoch eine geile Zeit hier. Vielen Dank, Fritz. Nee, vielen Dank, Fabio. Es war eine geile Zeit mit dir und du hast uns viel Freude bereitet, für viele schöne Momente gesorgt und mein Dank geht hier raus an den Fabio und ich glaube eure auch. Das war einfach eine geile Zeit mit ihm und wir haben alle gesehen, was er für ein geiler, geiler Typ ist. Echt geile Erfahrung und es hat einen Grund gehabt, also es hat sich gelohnt, so sehr auf dieses Projekt zu freuen. Cool. Und ganz lieben Dank, dass ich dabei sein durfte, wirklich. Sehr geil. Die Höhle habe ich noch gar nicht gesehen. Sehr geil. Unfassbar, ich habe gerade tatsächlich ein bisschen Pipi in den Augen, ey. Das ist ein Scheiß, ey. Es ist unglaublich. Ja? Yo, Johannes, hier ist Fabio. Ihr müsst mich leider holen kommen. Ich bin einfach völlig unterkühlt. Ich hocke hier mit Wärmedecke und die Nacht war extrem grenzwertig. Und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, dass
da mir das jetzt schon das zweite Mal passiert ist, also diesmal mit Wärmedecke, davor ohne, dass es unklug ist, weiterzumachen. Coach, ja. Dann bis gleich. Ja, tschüss, tschüss. Fuck, ich hab's getan. Scheiße, am zweitletzten Tag. Frag mal die Menschen, die sich jahrelang auf den Everest vorbereiten, monatelang am Everest kampieren, diesen einen Tag haben, da hochgehen und 100 Meter vorm Gipfel umdrehen müssen. Und das war die einzige Chance ihres Lebens. Es ist manchmal besser, an der richtigen Stelle zu sagen, that's it, Freunde, wenn es ums Leben geht. Ansonsten bin ich ein großer Freund des Durchhaltevermögens und des Durchziehens und des Beißens und des Kämpfens. Aber es gibt auch irgendwo eine Stelle, wo man sagen muss, und das kann jetzt hier, glaube ich, zu 100% jeder nachvollziehen, ob jetzt Survival-Profi, Kommandosoldat oder Ingrid zu Hause auf dem Sofa 65 oder, weiß ich nicht, Penelope 14, die sowas noch nie gemacht hat. Ich glaube, hier kann jetzt jeder einfach sagen, Alter, wie geil ist der Typ, dass der so weit gekommen ist und wie krass ist er, dass er bis zum bitteren Ende durchgehalten hat und an der Stelle dann gesagt hat, jetzt geht's hier um Leben und Tod. Das war's für mich, ich bin raus. Und man hat ja auch gesehen, wie hart er mit der Entscheidung gekämpft hat. Also von daher, puh. Sieger der Herzen, mein Freund. Ah, ich habe alles gegeben. Ja. Und stellt euch mal vor, die Nächte wären nicht so kalt gewesen. Es wären 12 Grad gewesen oder 14, was zu der Jahreszeit auch hätte sein können. Dann wäre er weitergekommen. Fuck, ich glaube gerade nicht, dass ich das getan habe. Doch. Ist halt kein Dummy. Der Fabio ist kein Dummy. Und das ist doch super. Ich höre die Kavallerie schon. Da waren es nur noch 3. Fritz, Martin und Chris. Ich hab doch gesagt, der Relodiac nörgelt sich bis zum Ende. Der Survival Martin ist einfach ein Survival Martin. Und Fritz muss das Ding für Mission Erde gewinnen. Sau schade. Bis jetzt bei Fabio auf jeden Fall für mich der schwierigste Rausflug. Schade. Wirklich, wirklich schade. Jetzt werden wir sehen, ob die anderen überhaupt bis zum Ende durchhalten. Oder was? Ich habe so 200 Meter von meiner Bleibe am zweiten Tag meiner Meinung nach Bärenspuren gefunden. Also habe ich auch abgefilmt, so die Hand reingelegt. Da habe ich so ein bisschen Paranoia gehabt, dass irgendwie nachts ein Bär kommt oder so. Aber das Alleinsein an sich war für mich echt kein Problem. Was war ein Problem? Die Kälte. Das war von Tag 1 mein Endgegner. Also das war das Einzige, um was ich hier gekämpft habe. Ich habe ansonsten mit Nahrung, mit Trinken, mit allem kam ich super klar. Ich habe mich auch wohl gefühlt, ich habe Spaß gehabt. Aber diese Kälte jede Nacht war so krass. Und heute Nacht war halt nochmal der Punkt, dass mein Kreislauf komplett runter ist und ich halt die Decke hier ausgepackt habe. Und heute Morgen dann nach langem Battle mit mir selbst gesagt habe, ich rufe euch an und bin raus. Ja. Sicher im Boden. Ja. Ey, ich fühle mich echt mies so. Keine Ahnung. Bin enttäuscht, aber. Muss man nicht sein. Ich war auch schon oft enttäuscht von mir selbst und von der Situation und wütend und sauer auch auf andere Leute und auf die Natur und auf die blöden Tiere, die sich nicht haben zeigen lassen, auf Corona, auf die Dame am Check-in. Aber der Fabio hat keinen Grund, sauer zu sein und schon gar nicht auf sich selbst. Alles andere wäre dumm gewesen. So. Ja. Ach, Freunde, so ist es im Leben.
Meint ihr, das liegt daran, dass ich auf einer Insel bin, mitten im See, dass die Fauna hier so komisch ist? Ich habe keine Tiere hier. Ja. Bis auf ein paar Vögel, natürlich. Ja. Ich habe jetzt keine... Naja, weiß ich nicht, mal irgendwie ein Eichhörnchen oder irgendwas. Das ist die Definition von einer Insel. Das Wichtige ist, was man hier wissen muss, Bären und Elche können hervorragend schwimmen. Eigentlich fast alle Säugetiere. Eichhörnchen schwimmen nicht so gerne. So in der Art, weißt du, irgendein Säugetier gibt's hier nicht. Gibt's hier einfach nicht. Fledermäuse bestimmt. Diese Insel. So, da ich eh nichts zu tun habe, versuche jetzt mal auf die andere Seite rüber zu kommen, da, auf die andere Insel. Ich weiß noch nicht, welcher der beste Spot dafür ist. Ist euch eigentlich gerade bewusst, dass Fabio jetzt raus ist? So eine Scheiße! Verdammt nochmal! Jetzt einfach mal nochmal den Weg hier, den ich vorher auch hatte. Diesmal aber mit freien Händen, das ist glaube ich besser. Ich müsste von da kommen. Guck mal, vielleicht von hier, von der Seite. Das ist ein weiter Sprung, aber den schaffe ich. Waren seine letzten Worte. Wenn ich die Algen da sehe. Da komme ich ins Wasser rein, da wäre ich nass. Der guckt minimal raus. Ich krieg eh nasse Füße, scheiß drauf. Nein, nicht. Hier rauf, darauf rüber. Hier, da. Der Sprung ist unfucking fassbar weit. Aber ist der einzig mögliche. Scheiße, fuck. Da kann man sich so abfacken. Aber macht er gut. Parcours. Okay, lange perfekt. Parcours gemacht. Oh, der wackelt. Muss ich mir merken. Das ist einer von der Kischis Castle hier, der untergeht. Okay, der Rest ist easy. Wir haben es geschafft. Ich bin auf der anderen Seite. Du hast hier vorne noch eine kleine Insel. Oh, ich muss gerade irgendwie an Minecraft denken, weiß nicht wieso. Ist das schön. Da vorne sind so riesengroße Steine oben drauf. Richtig fette Klopper, die wiegen bestimmt so 10 Tonnen, die da oben drauf liegen. Auf dem Berg. Wie kommen die da hin? Was für Kräfte müssen gewirkt haben, diesen Riesenstein da irgendwie liegen zu lassen? Das ist so... Eis? Insane. Die Insel ist noch schöner. Du hast hier... Ey, das ist auch das Panoramaausblick hier. Guck euch das mal an. Da sind überall da hinten am Horizont noch kleine Inseln, genauso groß wie die hier vorne. Ich bin in solchen Gegenden schon Drohne geflogen und das ist natürlich der geilste Blick, wenn du das mit der Drohne abfilmst in der Schweden-Doku. Boah, so wunderschön. Wie heißt denn das Ding? Schwedens Paradiese? Ich vergessen. Schwedens Paradiese. Mal für Terra X gefilmt. Echt toll. Was ist denn jetzt mit den Insekten? Essen! Das ist der, den ich meine. Dieser Riesenstein. Holy shit. Krasses Teil, ey. Boah, geil. Ich meine, hier hast du... Es ist halt nichts irgendwie, ist alles... Du hast keine Bären, gar nichts. Aber der Ausblick ist geil. Ich gehe jetzt mal an die Nordseite, an den nördlichsten Punkt von der Insel. Der ist hier vorne. Und dann werde ich hier mal ein kleines Päuschen machen und ein bisschen runterkommen. Boah, diese Steinplatte da unten, what the fuck? Ich finde schön, dass der Relodiac sich für Steine begeistert. Gefällt mir. Das ist doch übel gut zum Abholen beim Boot. Ist ja natürlich eine Slip-Anlage. Slip-Anlage, nicht Einlage. So, genau. Guck dich mal bitte diesen Ausblick an. Das ist der nördlichste Punkt von der Insel. Und zudem auch gefühlt der höchste Punkt. Ich ärgere mich gerade umso mehr, dass mein Floß nicht fährt. Also über Wasser bleibt, weil wie geil wäre das? Ich würde hier rumfahren einfach um die Insel. Würde hier vorne einfach mit dem Floß anlegen. Ist ja perfekt. Also perfekter kann man ja gar nicht anlegen. Und die letzte Nacht einfach dann hier irgendwo, am besten hier zwischen Stein und Baum, einfach mich hinpflanzen und einfach Sterne gucken, weißt du, Sternenhimmel beobachten. Ich habe kein Dach über dem Kopf. Ich hoffe einfach, dass es trocken bleibt. Ey, das ist ja so geil. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich
Vielleicht baue ich heute oder morgen noch ein bisschen am Fluss weiter. Werde es vielleicht noch ein bisschen optimieren, dass es irgendwie schwimmt. Dass ich irgendwie trocken rüberkomme. Das wäre so geil, ey. Guck mal, hier drüben gibt es 1, 2, 3 Bäume, 4 Letten sogar, die tot sind. Die sehen richtig gut aus. Die sehen richtig schön trocken aus. Die bräuchte ich drüben. Na bis dann. Fluss. Das wäre echt gut. Ich überlege jetzt wirklich ganz stark, nochmal mit der Säge rüber zu kommen. Den Kandidaten hier, weil der ist relativ leicht. Guck mal, ich habe eine Hand annehmen. Den mitzunehmen, das ist der Segen. Und den hier, der so krüppelmäßig schon steht und auch tot ist. Wenn ich die beiden, sag ich mal, zu 3 langen Teilen zersäge und unters Fluss runterpacke, von unten, dass sie nochmal gegendrücken. Ich glaube wirklich, ich krieg dieses scheiß Floß nochmal irgendwie zum Schwimmen. Wäre geil. Scheiß auf die Insekten. Die sind mir jetzt egal. Ich find keine Insekten. Scheiß auf die 7 Punkte. Ich möchte mit dem Floß hier hinkommen. Ich möchte morgens mit dem Floß hierher gepaddelt kommen. Und der Relodiak macht sich seine eigenen Regeln. Hier vorne anlanden und warten auf mein Rescue-Team. Das ist jetzt meine Challenge. Schon mal einen mitgenommen hier. Funny, jetzt ist Fabio als Survival-Newcomer mehr oder weniger raus. Jetzt haben wir hier 3 Survival-Experten. Jetzt wird es schwierig, dass nochmal was Dramatisches passiert, ne? Weil die Newbies raus sind. Naja. Muss noch irgendwie zurückkommen jetzt übers Wasser. Springen ist hiermit nicht. Immerhin hat er das Messer weggepackt. Gut. Boah, das ist wackelig. Ich sitze jetzt hier gerade auf der Slip-Anlage. Auf diesem glatten Stein. Der führt auch mal ins tiefe Wasser. Das ist richtig gut. Das ist wirklich. Das ist wie gemacht. Also, dass ich die Insel vor euch abgecheckt habe, das ärgert mich ein bisschen. Jetzt ist Tag 5. Oder nee, Tag 6, oder? Was denn heute? Nee, Tag 6 heute schon. Tag 6, Alter. Ich habe mir vorgenommen, heute und morgen mein Floß auszubauen und hoffentlich es zum Schwimmen zu kriegen, dass ich morgen Abend alle meine Sachen packen kann, in den Drybag, aufs Floß und hier rüber paddel. Ey, fände ich extrem geil. Würde ich hart feiern. Würde ich jetzt gut finden. Jetzt muss ich noch die ganzen Bäume zusammenschneiden, zurechtsägen. Das wird auch nochmal ein Kraftakt des Todes, die irgendwie rüber auf meine Insel kriegen. Ich habe mir schon vorgenommen, dass ich die einfach säge. Ich bringe die einzelnen vorne zum Wasser hin, dass die alle da sind. Dann ziehe ich die Schuhe aus und laufe mit denen durchs Wasser durch. Lege es am anderen Ufer ab. Hin und her. Und beim letzten Stück, was ich hole, nehme ich meine Schuhe in den Mund, gehe damit rüber, ziehe die Schuhe an und so habe ich dann wieder trockene Füße und kann dann anfangen zu arbeiten. Warum denn in den Mund? Also ich habe die immer an den Schnürsenkeln zusammengebunden, über der Schulter zum Beispiel, aber in den Mund? Neue Technik aus den USA. Super klares Wasser. Keine schwimmenden Partikel, keine anderen irgendwie komischen Viecher drin, die da hin und her schwimmen. Was aber gut wäre für die Challenge. So muss es aussehen. Der hat mittlerweile die ganzen Steine voll gekritzelt. Ah ne, es wird wieder was gebaut. Okay. Das ist Kienspan. Ich habe hier einen Baum gefunden, der sieht erst so aus, aber dann hatte der plötzlich hier so Rinde dran. Ne? Und dachte mir, okay, das ist sau anstrengend, das zu ernten. Ich habe Gold des Waldes gefunden. Das riecht wie. Oh, krass. Und als Beweis zeige ich euch, warte, ich habe extra so ein kleines Stück. Das brennt nämlich wie eine Fackel. Normalerweise kann man Holz nämlich nicht so anzünden. Normales Holz würde so nicht losgehen. Okay. Normales Holz würde so ein bisschen glimmen wieder ausgehen. Aber das hier, da brennt sofort der Harz in dem Holz. Ich werde jetzt noch ein paar Blaubeeren fressen. Und dann werde ich das Ding hier noch ernten. Ich habe noch 2 Nächte, also noch 2, na, vielleicht noch 3 Mal Feuer. Das ist schon echt geil. Ein absoluter Glücksgriff. So, Zeit für Würmer. Kein Leben.
der noch so saure Boden dort ist einfach scheiße für Würmer. Offensichtlich, nicht. Ne? Noch so vermodert. Kein Leben inside. Keine Regenwürmer. Nichts. Gar nichts. Das ist doch hier das Paradies. Ich würde mich hier als Wurm wohlfühlen. Hier ist kein einziger, nicht mal ein kleiner oder sowas. Gar. Aber Würmer brauchen ja auch permanent, ich sag mal, Sachen, die sie zersetzen und fressen können. Und hier geht jetzt nicht so richtig viel, ne? In Sachen Verwesung und Mutterboden, hätte ich beinahe gesagt. Aber das ist halt ein scheiß Boden für Würmer. Nichts, hier ist einfach nichts. Dieser Wald ist tot. Nein, ich hasse garantiert nicht. Der ist voller Leben, aber der ist nicht tot. Wenn alles gegen einen ist. Was für ein Tag heute, ja, das ey. Das gibt es manchmal. Meine Handschuhe verloren, aber wiedergefunden. Ihr müsst euch das vorstellen, das ist eine Wahrscheinlichkeit, so als wenn du Lotto spielen würdest. Ich bin auf dieser Hochebene zwischen diesen ganzen, was eigentlich alles gleich aussieht, einen Weg gelaufen, so ungefähr, also ein Dreieck. Und am Ende merke ich so, als ich mein Holz zurecht machen wollte, Handschuhe weg. Also bin ich so gut, wie es ging, alles nachvollziehbar wieder zurückgelaufen. Bis an der Stelle, wo ich diesen scheiß Matsch da gegraben habe im Wald. Und bin von da aus versucht, fast identisch den Weg nochmal nach oben. Und ihr werdet es nicht glauben. Ich bin dann, eigentlich war ich falsch, habe aber so einen Felsen gesehen, dachte so, ach, irgendwie zieht es mich zu dem Felsen. Bin dann so rechts rüber, guck nach unten und wollte es gar nicht wahrhaben. Das ist, als wenn man den Heiligen Gral findet. Das ist krass, da waren meine Handschuhe. Ein schöner Glücksmoment. Ist auch wichtig. Ohne Handschuhe wären das noch... Wäre das morgen noch ein sehr anstrengender Tag geworden, weil Holz hacken und so weiter oder Holz machen, ich habe schon echt überall Wunden, da wäre das eine Tortur gewesen. Ich habe meine Handschuhe wieder gefunden. Gut, ich habe ganz wenig Insekten, ich habe nur eine Larve gefunden, das ärgert mich ein bisschen. Eine Larve ist ein Punkt. Ja. Aber ich gehe heute Abend auf Pilze, ich werde mir heute Abend einen Steinpilz, beziehungsweise nennen wir sie Maronen machen. Die großen, die hier unten zum Beispiel, die dicken da, die braucht man gar nicht anfassen, die sind schon komplett zerfressen. Du musst was Kleines nehmen, so faustgroß, und die werde ich mir jetzt zubereiten, weil ich habe die ja hier gesehen und ja, schnappen wir uns. Hier haben wir so ein Steinpilz par excellence. Da wohnt schon eine Spinne drin, tut mir leid, liebe Spinne. Achso, man soll die ja rausziehen, ne? Oder ist das überhaupt eine Marone? Der sieht so komisch aus. Dieser Satz bringt Leute ins Krankenhaus. Freunde, ihr müsst Pilzkenner werden. Ich habe ja auch keine Ahnung davon. Ich wäre so gerne ein Pilzkenner. Ich würde da auch so gerne durch den Wald stapfen und sagen, ja, das ist das, das ist das. Gestern habe ich wieder irgendeine Story gemacht. Da hatte ich einen, weiß ich nicht, irgendeinen Pilz, der da abgefallen ist an so einer Birke in der Hand. Und das war dann ein Birkengröhrling oder was weiß ich, keine Ahnung, wo die Leute sagen, ja, roh nicht ganz so gut, aber gekocht, fantastischer Heilpilz oder wie auch immer. Ich habe keine Ahnung von Pilzen, aber ich würde auch sagen, dieses da, nein, kein Steinpilz. Aber ey, ich, ne? Aber man sagt hier, boah nee, der ist schon komplett zerfressen. Der ist komplett Fritte. Schade. Der sah so gut aus. Einen habe ich noch gesehen hier, der war irgendwo hier am Hang. Ein bisschen von Moos bedeckt. Wo bist du, du Sau? Ja, mal gucken. Der sieht ganz gut aus hier. Oh ja, der sieht gut aus. Na dann. Klar sind da schon Tierchen drin, aber die leben meistens nur im Schwamm. Den nehmen wir. Der ist gut. Geisteskrank. Und hier war auch einer. Genau, und der sah auch aus wie ein Steinpilz. Aber guck mal, Leute. Der sieht ganz anders aus. Ist aber einer, oder? Hä? Na klar ist das einer. Das sieht doch... Sieht doch gut aus. Ja, die nehmen wir mit. Zwei Stück. Was sagt denn der Chat? Ist hier ein Pilzexperte dabei? Röhrlinge, Kiefernsteinpilz, was denn nun? Kahlköpfe, was für ein Pilz ist es denn nun? Kann man jetzt einfach sagen, mit seiner Pilz-App draufgehen, bupp, das ist der und der Pilz? Der Chat sagt, von Birkenpilz bis Röhrling... Gallenröhrling, nicht giftig, aber eklig. Der Chat schreibt, so wie ich es auch machen würde, ich habe keine Ahnung davon, also ein Finger weg, Lassling. So. Meine Mahlzeit. Ich habe mir überlegt, unten am Feuer einfach einen Stein heiß zu machen, die Streifen zu schneiden, drauf zu packen. Selbst der Chat streitet sich, was es für ein Pilz ist. Und dann sollte man, wenn man es nicht zu 100% wirklich ganz genau weiß, sagen, Pilze, nein. Mir ist gerade wieder schwindelig.
Trinken. Quasi auf dem Stein zu braten. Ey, wenn Luigi seine Pizza da auf den Steine macht, dann kann ich meine Pizza auch auf Steine machen. Ich bin Pablo Escobar und ich mache heute Steinpilz auf Stein. Passt doch. Ich mache Steinpilz auf heißen Stein. Alles klar bei dir? Gut. Huble. Ja, Netflix läuft immer noch. Das erkennen kann. Gut. Auf zu meiner Strandcouch. So, hier haben wir eine, ich glaube es ist eine Zoophobia, also eine Holzkäferlarve. Ach, guck an, seit wann ist denn der Martin hier so zoologisch unterwegs? Finde ich gut. Bin mir aber nicht sicher. Die ist... Ich finde auch gut, wie er viele Sachen anschleppt, um es zu essen, aber sich nicht sicher ist. Das sollte man sich sein, wenn man etwas isst. Laut meinem Messgerät, naja. 1 cm muss ich Minimum haben. Ja, die hat auch 1 cm locker. Ja. Die hat... Ja, easy. 3. Nur halte dich still. Geh in Mitte. So. Die hat genau 3 cm. Vielleicht zählt ja jeder Zentimeter als ein Punkt. Nee, leider war nicht mehr zu machen heute. Aber gut. Ich hätte mir sonst diese schwarzen Käfer, die waren hier eigentlich relativ viel und auch in meinem Moos drin und so weiter. Und einmal heute drehst du Moos um und es ist nichts drin. Ich habe extra gefilmt, damit man mir das auch glaubt. Weißt du, weil man denkt so, Mann, bist du bescheuert, Alter? Aber was soll ich machen? Es gibt hier keine Insekten oder wenig. Einzige, was es gibt, Mücken, Spinnen und diese komischen fliegenden Zecken. Gut, machen wir es kurz. Fliegende Zecken. Was nachtrinken darf ich ja, oder? Ja! Blaubeere danach hätte ich auch gerne, weil ich habe hier nichts anderes. Das ist nämlich ein bisschen eklig. So, Mäusekin. Dann komm hier. Jetzt möchte ich nochmal die Frage stellen, weil es wird uns gleich im Anschluss noch beschäftigen. Spüren Insekten Schmerzen? Ja oder nein? Werden wir es jemals wissen, ob Insekten Schmerzen spüren? Leiden Insekten? Das ist ja ein Unterschied, ne? Schmerzen spüren und leiden. Das ist eine Fragestellung, die sich alle Nicht-Veganer stellen müssen. Weil Veganer essen natürlich keine Tiere und keine tierischen Produkte. Aber jemand, der Insekten isst, was ja eventuell die Ernährung der Zukunft werden könnte, da sollte man sich damit auseinandersetzen, ob diese Tiere Schmerz oder Leid empfinden. Oder vielleicht beides. Und ich spreche nicht davon, dass man sie einfach nur isst, sondern der allgemeine Umgang mit Tieren ist ja sowieso überdenkenswert an allen Ecken und Enden. Ob solche Tiere ins Tierschutzgesetz gehören zum Beispiel oder davon betroffen sein sollten. Und es ist eine ganz, ganz schwierige Gratwanderung hier zwischen Ethik, Moral, Schmerzempfinden, biologischer Fähigkeit überhaupt Schmerzen zu empfinden und dann noch das mit dem Leiden zu kombinieren, ist eigentlich ein Talk für 3 Stunden. Und absolute Experten auf dem Gebiet gibt es natürlich auch. Aber denkt mal daran, ich nehme jetzt eine Spinne oder einen Käfer oder was auch immer und reiß dem ein Bein aus. Der geht ja dann trotzdem hin und putzt sich unter Umständen oder eine Garnele oder was auch immer, ein niederes Tier. Das ist jetzt keine biologische Begriffsbestimmung, aber ein Tier, was jetzt nicht bei Fischen oder Säugetieren oder Vögeln, wenn man da was ausreißt, ist einem das, glaube ich, klar, dass das Tier Schmerz und Leid empfindet. Aber hier so ein Tier wie eine Spinne oder ein Insekt und man reißt dem ein Bein aus und was machen die dann? Die rennen ja weg oder die pflegen das auch oder putzen oder... Es ist... Und immer davon auszugehen, dass ein Tier keine Schmerzen spürt, ich würde immer erstmal davon ausgehen, dass es Schmerzen spürt. Aber gut, das ist etwas für einen ganz anderen Talk an der Stelle, aber ich möchte es nur mal allen Menschen mitgeben, die Tiere essen, inklusive mir. Mir selbst möchte ich das auch mitgeben, darüber nachzudenken. Und Insekten stehen ja noch nicht so sehr auf unserem Speiseplan. Bis jetzt. Ich meinte, dass ihr mir das auch glaubt, dass ich die essen darf. So. Ekelhaft! Widerlich! Naja.
Ich hätte mir lieber so einen Käfer gegrillt, als diese ekelhafte Marder oder Zoophobia. Das ist jetzt nochmal geklickert. Boah, was, der widerlichste Punkt in der ganzen Challenge hier. Gut. Dann kann jetzt die Sonne unterhin. Boah. Widerlichen Geschmack. Boah. Ah, Freunde, das war's schon wieder. Okay. Tja. Fabio ist raus. Ich wusste es ja irgendwie schon so ein bisschen. Man hat das ja in den sozialen Medien schon mitgekriegt, aber es ist natürlich hier live zu erleben. Schade, aber auch großer Respekt, Fabio. Von meiner Community, von allen Leuten, die das hier gesehen haben, ich glaube, du bist der Gewinner der Herzen dieser ganzen Geschichte. Grüße gehen raus, viel Liebe geht raus und du hast hier eine starke Persönlichkeit gezeigt und uns alle sehr begeistert. Sehr, sehr begeistert. Das war cool. Vielen, vielen Dank für deine Teilnahme.